Ja, wir sind hier unter Männern. Krieger und Bruder. Denkt dran, das sind Metaphern. Männertraining in Berlin. Und ich mittendrin, Tobi. Hier sollen wir unserer eigenen Männlichkeit ein Stückchen näher kommen. Erste Übung, Druck ablassen, den Alltag rausbrüllen. Raus mit der Zunge. In meinem Alltag beschäftigen mich gerade die vielen Debatten über Männer und Frauen. Emanzipation, neue Rollenbilder und jetzt Hashtag MeToo. Was hat das alles eigentlich mit mir zu tun, als Mann? Ich bin hier, weil ich mich mal meiner Männlichkeit, meiner Männlichkeit bewusst werden möchte. Weil ich, glaube ich, den größten Teil meines Lebens einfach gelebt habe. Ich wusste zwar, dass ich ein Mann bin, aber hat mir es nie so wirklich bewusst gemacht, was eigentlich männlich ist oder was an mir männlich ist. Und deswegen würde ich das gerne mal herausfinden. Au. Au. Dafür werde ich noch an meine Grenzen gehen. Später mehr dazu. Der Film soll keine Analyse werden. Vielmehr will ich wissen, wie ich zu dem Mann geworden bin, der ich heute bin. Deswegen beginnt meine Reise bei den Männern, die mich am besten kennen. Meinen Freunden. Das ist Adi. Wir haben vor 10 Jahren zusammen eine Ausbildung gemacht und lange in einer WG gewohnt. Guck mal, wer da ist! Und das ist Jasper. Mit 16 waren wir zusammen in den USA, auf einem Jungeninternat. Eines der wichtigsten Jahre meines Lebens. Wir wollen ein Männerwochenende in Berlin verbringen. Die beiden wissen fast alles von mir. Nur darüber, wie sie mich als Mann wahrnehmen, haben wir bis jetzt noch nie gesprochen. Da wollte ich euch mal fragen, also wie ihr das seht. Also wie würdet ihr mich da einordnen? Was man bei dir merkt, ist, du bist jetzt nicht drauf aus, auf die Straße zu gehen und dich zu schlagen mit jemandem. Ne? Also so ganz salopp gesagt, was man jetzt vielleicht auf die extrem harte... Die Situation kommt manchmal vor. Die Situation kommt manchmal vor, ja, das stimmt auch. Nee, aber bist dann schon eher jemand, der einfühlsamer ist. Ne? Und, wollte ich gerade sagen. Also wenn ich mir meine Kumpels anschaue, die in eine Reihe stelle, bist du auf jeden Fall nicht bei den großen Gorilla-Männlichkeits-Egos mit Ellbogen. So wie man oder wie die Gesellschaft auch Männlichkeit irgendwie definiert und glaube ich auch viele Frauen das Bild haben, dass ein Mann irgendwie stark sein muss, determiniert und du bist ein ganz anderer Typ einfach. Was verbindest du mit Männlichkeit? Dieses keine Gefühle zeigen, immer cool, immer das Gefühl anderen geben, dass man einen genauen Plan hat, nie Schwächen zeigen, das glaube ich wird vom Mann erwartet irgendwie. Ich glaube halt, dass das ein Aspekt ist, der nicht am Geschlecht ist, sondern kann halt von Frauen und Männern gelebt werden, wird aber natürlich unglaublich viel von Männern gelebt, ne? Weil wir einfach unglaublich privilegiert in der Gesellschaft sind. Unsere Situation ist halt krass privilegiert. Aber was für mich Männlichkeit bedeutet, ist was ganz anderes. Es hat damit nichts zu tun. Ja, aber es sitzt schon tief in der Gesellschaft. Wenn im Kindergarten sich dein Sohn prügelt, dann heißt es, gut, dass er sich auch mal, der muss es ja auch sich da mal ausleben. Wenn es die Tochter machen würde, wäre sowas, ist denn eigentlich in eurer Familie kaputt? Ja, und da geht es ja schon los. Das ist ja ein Teilaspekt, der von der Gesellschaft quasi definiert wird. Und das weiß ich nicht, ob das gesellschaftlich drin ist oder ob das was Biologisches ist. Ist mir meine Männlichkeit schon in die Wiege gelegt worden oder haben mich meine Eltern zum Mann erzogen? Und welche Rolle spielt dabei mein erstes männliches Vorbild, mein Vater? Das ist er, mit mir. 2 Tage bin ich da alt. Und das sind wir beide 30 Jahre später. Heute hole ich ihn von der Arbeit ab. Mit meinem Vater und meinem Bruder war ich als kleiner Junge jedes Wochenende im Wald, hinterm Haus. Wir haben Pfeil und Bogen geschnitzt. Unser Männerritual. Ein bisschen glatter. Boah, es hat ja auch geregnet. Und du gleich hinterher. Okay. Pass auf. Ich seh dich tiefes schon. Gewässer. Ich sehe dich gleich schon, ich sehe dich da drin. Nein, nix.
Aber es ist glatt, du musst aufpassen. Oh. Ja. So. Wir wollen doch weit schießen, oder? Nicht? Okay, okay, okay. So. Was würdest du sagen, sind so für dich die typischen männlichen Eigenschaften, die du männlich findest? Ja, es ist immer schwer zu sagen, was männlich jetzt ist, aber Zuverlässigkeit, sage ich jetzt mal, ne? Dass man Sachen eventuell anpackt, die, bei denen man nicht vorher weiß, wie es ausgeht. Was am Anfang muss man auch zu Ende bringen. Auch wenn man scheitert, das spielt ja keine Rolle. Das sollte man schon machen. So. Jo. Alles klar. Das ist jetzt deine Aufgabenstellung. Auf jeden Fall noch fertig jetzt. Das kann sich nur um Sekunden, Stunden handeln. Sekunden handeln. Ja, du quatschst zu viel, das ist immer das Problem. Eine Story, die mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist, das hat Mama auch mal erzählt, die Story, als ich im Schlitten gefahren bin in Bayern. Da ging es ziemlich steil nach unten und unten war so eine Buschreihe. Ne? Ja, genau. Und dann bist du natürlich nicht zum Stehen gekommen, sondern wir sind dann voll in diese Büsche rein. Ne? Und dann du immer, aua, da haben wir uns gezeigt, aua, Baum, aua, Baum. Das ist doch egal, ist doch nur so ein Busch. Nein, aua, Baum. Das haben wir gedacht, ach du Schande. Ja, was hast du da gedacht? Da haben wir gedacht, ja, Softie oder irgendwas wird schon. Oder Naturliebhaber, keine Ahnung. Ja, das war eine Katastrophe. Das war eine männliche Katastrophe, aber hat sich gebessert. Du machst du sollst es nicht schnitzen, du sollst vorne eine Spitze machen. Hast du dagegen gesteuert oder hast du irgendwas? Nein, musst du irgendwas, da kann man nichts dagegen steuern. Du kannst einen Menschen nicht verbiegen. Ne? Du warst halt dann besorgt. Das ist ja auch eine gute Eigenschaft. Das ist doch super, dass man sich dann Sorgen um irgendwas macht. Ne? Und das war halt, das reicht. Und das war halt dann in dem Fall der Baum. Ne? Fühlt sich seltsam an, dass ich als Junge nicht immer die Erwartungen meines Vaters erfüllt habe. Da sind anscheinend zwei Männergenerationen aufeinandergeprallt. Aber im Nachhinein bin ich schon ein bisschen stolz auf das Verhalten des dreijährigen Tobi. Und auch auf meinen Vater, der mich hat sein lassen, wie ich bin. Jetzt bist du dran. Das hat mir natürlich einen kleinen Vorteil. Boah, knapp vorbei. So ein Stück. Voll daneben, würde ich sagen. Knapp vorbei ist auch daneben, gell? So unterschiedlich mein Vater und ich sind, bei einem alten Männerklischee ticken wir ähnlich. Wir haben Spaß am Wettbewerb. Wir haben da immer so ein Mist gebaut. Es ging doch immer um 5 Cent, 10 Cent, weißt du das noch? Immer so kleine Späßchen nebenbei, immer so eine Mini-Challenge. Immer so ein Wettbewerb. Nee, immer so Wettbewerb. Immer Wettbewerb. Also das war genau, Wettbewerb war immer wichtig. Ne, das war's. Hat noch mal geklappt. Wir haben bloß nichts getroffen. Einen halben Treffer. Aber das Problem war bei dem Pfeil, dass der... Auf den ersten Blick bin ich mit recht klassischen Rollenbildern aufgewachsen. Verkürzt, Papa sorgt für die Abenteuer, Mama für die Stärkung danach. Das war meistens so, aber nicht immer. Es gab auch Tage, an denen mein Vater für uns gekocht hat. Denn meine Mutter war viel unterwegs. Sie wollte ihr eigenes Geschäft aufbauen. Das hatte für mich immer was von Freiheit, sein eigenes Ding durchziehen. Interessanterweise sind das Eigenschaften, die mein Vater als typisch männlich bezeichnet. Früher ist es ja immer, du musst dich durchsetzen als Junge oder als Mann und darfst nicht weinen und darfst nicht zimperlich sein. Aber wichtig ist ja eigentlich, dass man selbstbewusst durchs Leben geht. Und das ist egal, ob Frau oder Mann, finde ich. Aber als ihr dann wusstet, dass ihr jetzt zwei Jungen habt, ne, im Endeffekt, habt ihr euch dann bewusst eigentlich damit auseinandergesetzt, dass ihr jetzt Jungen habt oder irgendwie uns so irgendwie spezifisch irgendwie Jungssachen machen lassen oder beziehungsweise war eigentlich... Nee, also ich hätte genauso gut, ich habe auch hier Puppen rumliegen gehabt oder hätte auch mit Puppen spielen können. Ihr habt ja in der Küche auch geholfen, ne? Ihr habt mitgeholfen beim Kochen. Also viele Sachen, wenn man jetzt einen Jungen und ein Mädchen gehabt hätte, dann hätte man vieles auch gemacht, was man mit zwei Jungen gemacht hätte. Natürlich, ja, auch. Was wir mal gemacht haben. So, wenn es zwei Mädchen gewesen wäre, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob da nicht die Schiene andersrum gelaufen wäre. Das weiß ich nicht genau. Kam darauf an, wie könig die geworden wären. Ja? Und ich weiß ja nicht, ob die das alles mitgemacht hätten. Die Jungs haben das auf jeden Fall gemacht. Ne? Noch nie habe ich mit meinen Eltern so offen über Männlichkeit gesprochen. Weil es für sie nie ein großes Thema war. Bei meinen Freunden und mir ist das anders. Zurück in Berlin. Und schon wieder ein Wettbewerb. Oh!
Konzentration. Was haben eure Väter euch mitgegeben an männlichen Werten oder Idealen? Was habt ihr von denen mitgenommen? Mein Vater ist ja jemand, der Erfolg durch Einkommen definiert und der deinen Wert durch Erfolg definiert. Ne? Dein Erfolg. Dein Erfolg wird mit dem Einkommen, wie viel Kohle du verdienst, wie viele Frauen du irgendwie abschleppst und so weiter. Das ist halt Erfolg sehr bei ihm. Sehr ökonomisches Denken. Sehr, sehr ökonomisches Denken. Ich glaube, das Bild, was ich mitbekommen habe, war so verzerrt, dass es ein gewisses Wertesystem gab. Und irgendwie, da habe ich nicht reingepasst. Ne? Also, welche Werte hast du von ihm übernommen? Von deinem Vater? Ich hoffe sehr, das Verlässliche, ich hoffe sehr, das Großzügige anderen Menschen gegenüber. Und das sind auch nicht die großen männlichen Themen, wenn man so will. Mein Vater mir krass vertraut, also egal, was ich gemacht habe. Einfach, das passt schon. War natürlich jetzt jemand, der gedacht, okay, können vielleicht ein, zwei Bücher mehr lesen und das Abitur hätte auch ein bisschen besser werden können. Aber ich glaube, er hat sich nie Sorgen gemacht, dass ich irgendwie meinen Weg verliere. Zurück beim Männertraining. Ich habe hier mit 16 Männern in einem Raum gepennt. Und das riecht auch so. Zeit aufzustehen. Einige wollen hier das Verhältnis zu ihrem Vater aufarbeiten. Andere wollen männlicher wirken, selbstbewusster werden. Dafür stehen heute mehrere Aufgaben an. Jeder von euch bekommt einen Duschbruder, einen Duschbuddy. Und sollte das in eurer Welt in irgendeiner Form Unbehagen auslösen, seht nach, woran es liegt. Es gibt bestimmt viele Gründe. Das ist sehr, sehr ungewohnt. Wenn es für dich Gefühle hochruft von Unwohlsein oder von Gedanken an Homosexualität, was meistens das Erste ist, was vielen Männern hier einfällt, seh nach, was du tun kannst, um es zu etwas völlig anderem zu machen. Vielleicht wie mit einem Sohn, wie mit einem jüngeren Bruder. Oder mit deinem Vater. Ich habe zwar beim Fußball schon oft mit anderen Männern geduscht, aber noch nie auf so engem Raum. Okay. Durch das Training sollen wir unserer Männlichkeit näher kommen. Aber muss man dafür mit fremden Männern duschen? Unser Coach John schwört auf die Übung. Zwischen uns Männern ist eine Distanz entstanden. Und dieses Überwinden dieser Angst, sich sozusagen wieder brüderlich an einen anderen Mann ranzutrauen, führt häufig dazu, dass eine Art von, ich sag mal, nach Hause kommen oder sich ein Wiederverbinden mit diesem Gefühl von Aufgehobenheit und Schutz auch passiert. Aber der Drang bei dir zu diesem, oder diese Motivation, zu einem von diesen Männer-Workshops zu gehen, muss ja auch irgendwo hergekommen sein. Also du musst ja irgendwann dich mal dafür sensibilisiert haben. Ich hatte einen Vater, der nicht so viel da war. Von daher hatte ich schon das Gefühl, schadet ja nichts, wenn ich mich damit mal beschäftige. Mhm. Und wenn man mal genau hinguckt, ist da wirklich verdammt viel, was wir von Männern gelernt haben. Wie wir uns anziehen, vielleicht wie wir laufen, wie wir stehen, wie wir sprechen, wie wir uns die Haare schneiden, wie wir uns trainieren, auch vielleicht Pornos gucken, wie wir Sex haben, ja, so wo Pornos sozusagen ein Aufklärungsunterricht geworden sind, wo wir gucken, was die Männer da machen und versuchen, es ihnen gleich zu tun. Wir beziehen uns auf Männer, das ist unsere Bezugsgruppe. Und dann seh diesen Bruder, der vor dir steht. Was ihr gemeinsam habt. Und dann spür es und sag es. Ich liebe dich. 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 Und dann merke, dass du, wenn es nötig wäre, alles tun würdest, um dich
zu verteidigen, dich zu wehren bei Lebensgefahr, einzustehen für deine Lieben, die du schützen müsstest in einem absoluten Notfall und absoluter Notwehr. Und lass es ihn wissen. Ich liebe dich, aber ich würde dich töten, wenn es sein müsste. Ich liebe dich, aber ich würde dich töten, wenn es sein muss. Und dann ohne Worte bedank dich bei deinem Bruder für seine Tiefe, seine Präsenz und seine Ehrlichkeit. Das war krass. Mein Partner Olli wirkt dagegen entspannt. Ja, was hat es mit dir gemacht, dass du zu mir sagen musstest, dass du mich töten würdest? In der Klarheit sozusagen ist das in dem Moment als Gefühl schon da, wobei das Töten natürlich eine Metapher ist. Also es geht ja darum, im Zweifel in Liebe Grenzen setzen zu können. Und da auch die Verbindung zu haben von ich akzeptiere dich, ich liebe dich, aber so geht's nicht. Mhm. Und wenn du halt meine Grenzen nicht wahrst, dann töte ich dich auf eine gewisse Weise. Was heißen kann, ich schmeiß dich zum Beispiel aus meinem Leben raus. Ja, das war für mich, muss ich sagen, einer der intensivsten Momente. Da werde ich auch, glaube ich, noch viel drüber nachdenken. Also. Genau diese intensiven Momente wollen immer mehr Männer erleben. Unser Workshop war zum Beispiel nach einem Tag ausgebucht. Und in vielen Großstädten gibt es sogar regelmäßige Männerstammtische. Ist das der Anfang einer neuen Männerbewegung? Die letzte Übung. Fordere jemanden zum Kampf heraus. Such dir jemanden, mit dem du Kräfte messen kannst. Gut, dann lass uns gehen. Hast du schon jemanden gefunden zum Ringen? Nee, das ist noch nicht. Dann fordere ich dich heraus. Du bist meine Gewichtsklasse, deshalb. Der erste Mann-gegen-Mann-Kampf meines Lebens. Noch könnte ich davon zurücktreten. Aber mein Gegner scheint besiegbar. Irgendwie reizt mich das. Und Ben, bist du schon aufgeregt? Auf unser... Muss ich nicht. Was ich unterschätzt habe, sind die Temperaturen. Minus 5 Grad am See. So mach dich bereit, dann gleich eine Entscheidung zu fällen in diesen Sonnenstrahlen, die jetzt kommen. Und wenn du nicht kämpfen möchtest, tritt für den Moment einen Schritt aus dem Kreis aus. Jetzt. Alle, die jetzt im Kreis stehen, öffne deine Augen und seh nach, ob dein Bruder, den du herausgefordert hast oder der dich herausgefordert hat, hier ist. Na toll, Ben macht einen Rückzieher. Er sagt mir später, dass er sich nicht gut gefühlt hat. Mein neuer Gegner, Simon. Auch sein Gegner hat zurückgezogen. Simon ist allerdings nicht ganz meine Gewichtsklasse. Kniet euch hin, voreinander. Nehmt Augenkontakt auf. Ein Kraftmessen. Ein Geschenk füreinander. Ringt. Der Erste, der am Rücken liegt für 3 Sekunden mit beiden Schultern auf dem Boden, ist der Unterlegene. Dreh dich um, dreh dich um. Und wehr dich. Und wehr dich. Und 3. Und Simon gewinnt. So intensiv habe ich meinen Körper bis jetzt noch nie gespürt. Aber ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Im Männertraining habe ich viel über Mut, körperliche Kraft und Grenzüberschreitungen gelernt.
Aber hilft mir das wirklich dabei, ein moderner Mann zu sein? Katerfrühstück mit meinen Kumpels. Scheiße, ey, ich hab echt Hunger. Das ist einfach nur Bier da. So ein Klischee. Kaffee ist fertig. Letzte Nacht hat uns eine Frage besonders beschäftigt. Oh, moin. Moin. Wie gehen wir Männer eigentlich mit Frauen um? Ich habe jetzt bis zu dem Zeitpunkt jetzt vor einem halben Jahr oder so wirklich das kaum reflektiert, sodass ich eigentlich so gewissermaßen ein Mann bin und eine gewisse Verantwortung auch dadurch trage. Es passiert einfach, dass irgendwie in irgendwelcher Art und Weise abfällig über Frauen geredet wird und ich muss immer wieder neu austarieren, ob es in dem Moment jetzt gerade irgendwie witzig ist und ich das gerade noch so durchgehen lassen kann, und das mit mir vereinbaren kann, oder ob es jetzt doch zu viel ist. Und das ist bei mir auch neu, muss ich sagen. Der Witz ist ja in der ganzen Thematik, Freunde oder auch Männerrunden schaukeln sich da halt so schnell, so hoch. Ja. Und da ist es wirklich ganz schwierig, irgendwie zu schauen, wo ist da eigentlich die Grenze erreicht. Und wo es dann irgendwann wird es ein bisschen zu viel, auf jeden Fall. Und dann, wenn du nämlich was sagst, bist du ja dann die Pussy, bist du ja das Weichei. Ne? Das ist halt auch nochmal witzig, weil das ist ja auch so diese Dynamik, die dann entsteht. Wenn du dann mal sagst, ey Leute, was soll denn der Scheiß hier eigentlich? So, ey, was bist du für eine Pussy? Witzigerweise, was bist du für eine Frau? Ne? Das finde ich halt auch ganz schön krass. Das wird dann zu einem Schimpfwort. So. Oder auch mit Trinken. Merkt man halt auch. Ne? Du gehst abends weg und sollst dich doch richtig die Kante geben, vielleicht ein bisschen Koks nehmen. Und wenn du nicht mitmachst, bist du halt die Pussy. So. Und das finde ich ganz schön krass. Dass das halt auch so eine Dynamik ist. Wenn du ein richtiger Mann sein willst in der Runde, dann machst du jetzt auch mit, gefälligst. So. Okay, von dem Gespräch hat sich unser Kater jetzt nicht verzogen. Aber es tut gut, mit meinen Kumpels über uns Männer zu sprechen. Und vielleicht sollten wir auch mal mit Frauen aus unserer Generation reden. Geh mal näher ran. Komm mal näher ran. Ne? Warte, ein bisschen näher ran. Cool. Findet ihr uns männlich? Das geht so. Wir umkreisen euch. Ihr seid jetzt unsere Beute. Ist es nicht eigentlich Männerrolle? Nein, doch, heute nicht mehr. Ja, ihr seid aber flott unterwegs. Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen unwohl. Ja, komm. Oh, ja, okay. Okay. Yes. Sehr gut. Oh, yeah. Jawohl. Jawohl. Perfekt. Das ist ein geiles Bild, oder? Ich frage euch, also was haltet ihr davon, dass wir uns jetzt so damit beschäftigen mit dieser Frage? Also Finde ich sehr cool. Finde ich cool, ja. Aber ist ja generell auch irgendwie ein schwieriges Thema, ne? Also Männlichkeit, Weiblichkeit. Was macht ein Mann aus? Was macht eine Frau aus? Was glaubt ihr, wo stehen so die Männer momentan so in der Hinsicht? Also wie weit sind wir so? Kann man das? Ihr macht euch ganz gut, ne? Nein, nicht wir. Ich meine jetzt nicht wir. Nicht wir, sondern insgesamt so die. Also die Männer, die Männer, so in der heutigen Zeit. Wo steht der Mann? Runtergegangen. Wir haben so eine extreme Frauenbewegung. Und diese Frauenbewegung steht momentan im Vordergrund. Und das finde ich ein bisschen schade, weil die Männer werden eigentlich total außen vor gelassen. Weißt du, das ist so, dieser Feminismus wird ganz groß geschrieben und dabei vergisst man so ein bisschen diesen männlichen Part, was ich eigentlich ganz schade finde. Ja, ich finde es schade. Also braucht es auch eine Männerbewegung, eine aufgeklärte. Es sollte einfach generell um den Menschen gehen, ja. dass sich Menschen weiterentwickeln und nicht, okay. Und nicht nur, also ich finde, es sollte auch mehr um die Entwicklung miteinander gehen. Aber dieser Feminismus hat für mich auch viel nur mit der eigenen Entwicklung zu tun. Und es gibt viele Frauen, die sich wirklich extrem einfach mit sich selbst und ihrer eigenen Entwicklung beschäftigen, aber dabei das Umfeld ziemlich außen vor lassen. Ist einfach so. Unter anderem Männer. Also ich glaube, ach, die machen zu, ne? Die machen zu, glaube ich. Was machst du denn heute Abend noch? Ich hab mal Uni. Ja. Ich muss schlafen gehen. Ja, ihr habt das schnell im Boot. Also, ihr seid doch jetzt zwei. Das ist eure Männlichkeit. Yeah. Jawohl. Ja, Jungs, das war's jetzt. Ja, leg mal Zahn zu jetzt hier. Cool. Das kann nicht sein. Vielleicht ist es das, dem Geschlecht nicht so viel Bedeutung geben. Die Unterschiede nicht andauernd betonen. Warum muss das immer so eine riesige Rolle spielen, ob man sich männlich, weiblich oder anders definiert? Einer meiner Freunde konnte beim Männerwochenende nicht dabei sein. Martin. Von der Grundschule bis zum Abitur saßen wir eigentlich immer nebeneinander.
Es gibt einen guten Grund, warum er zu Hause geblieben ist. Martin ist Vater geworden. Er ist wahr. Haben wir ihn aufgeweckt? It's a boy. Die Zukunft der Männlichkeit ist 4 Monate alt und heißt Pepe. Heute werde ich ihn zum ersten Mal treffen. Wie gesehen, guck mal, wer da ist. Komm mal da. Ja. Komm mal da. Hallo. Hi. Hi, Pepe. Hi. Darf ich vorstellen? Das ist Homie. Hallo. Tobi. Hi. Den kenne ich schon seit dem Kindergarten. Wow. Ich habe hier ein kleines, was Kleines hier für Pepe, ja? Typisch männlich, hier so was Kleines hier. So. Wow! Oh. Mach ein bisschen Musik, weil ich dachte, du bist ja auch so musikalisch. Hey! Ich finde das ja auch. Cool! Das ist ja cool. Schau mal. Oh, ein Elefant. Mhm. Cool, danke, ey. Das ist ja super nett. Bitteschön. Stark. Oh. Er ist ja ganz, ganz aufmerksam. Ja, jetzt gerade ist er ganz aufmerksam, ne? Wenn ich Pepe und Martin so sehe, fällt mir auf, Frauen kämpfen schon lange für die Gleichberechtigung und haben vieles erreicht. Wir Männer aber auch. Nämlich die Freiheit, uns um unsere Kinder kümmern zu dürfen. Das ist eine schöne, schöne Verantwortung, weil man weiß, das ist der kleine Sohnemann, ne, der einen da anguckt, so wie jetzt, ne? Genau. Was hat es in dir ausgelöst, als du erfahren hast, dass du einen Sohn bekommst? Irgendwie haben wir beide so ein Bauchgefühl gehabt, das wird ein Mädchen. Und viele Satz von wegen, ja, es wird ein Junge und ihr Sohn strampelt ganz ordentlich. Und als der Satz fiel, mein Sohn, das war so, boah, Gänsehautgefühl, ne? Und total, total schön. Und auf einmal sind ganz, ganz neue Bilder entstanden. Also alles, was man sich erst mit den Gedanken, ob es ein Mädchen wird, aufgebaut hat, dass die Bilder jetzt auf einmal dann nicht verpuffen, sondern beiseite geschoben werden. Vielleicht wird es irgendwann mal ein Mädchen geben. Und jetzt wird es ein Junge. Okay, und dann ruft man die Bilder. Oder versucht man erstmal Bilder aufzunehmen für sich, wie wird das wohl? Werden wir Fußball spielen? Werden wir viel, weiß ich nicht, Musik zusammen machen? Aber dann kamen auch so Fragen auf, was gebe ich ihm so mit auf den Weg von vornherein? Ne? Also muss ich meine Vaterrolle ändern, nur weil es ein Junge ist? Oder muss ich meine Vaterrolle ändern, weil es ein Mädchen ist? Diese Gedanken waren minimal als Frage im Raum. Man dachte mir so, hey, was ein Blödsinn? Das ist mein Kind, so, ne? Ganz egal, ob Junge oder Mädchen. Auf welches Vater-Sohn-Erlebnis freust du dich? Und was typisch Männliches vielleicht, ich freue mich auch total darauf, mit meinem Sohn irgendwann noch ein Bierchen trinken zu gehen. Ne? So, ich meine, das dauert noch einige Jahre. So, das ist, glaube ich, bestimmt ziemlich cool. Ja, ich frage mich, was wir unseren Kindern, unseren Söhnen, wenn wir Söhne haben, so wie du hast jetzt schon einen Sohn, was wir mitgeben können, damit es damit sie bessere Männer werden und was du ihnen wünschst. Ich wünschte der nächsten Generation, gerade in den Führungskräften, in der Politik, in der Gesellschaft, ist es immer noch so etabliert, dass die Hauptverantwortung oft von männlicher Seite aus immer noch gesteuert wird. Und dass da die nächste Generation Neutralität schaffen kann und Frauen auch genauso gut an die Position können. Das wünsche ich ihnen, dass sie da diesen Blick für haben. Und, die neuen Männer. Ja. Genau, genau. So? Oder wie fass ich ihn an? Hier? Genau so, genau, ja. Ist cool, ne? Pepe, mal, hallo. Pepe. Oh. Schau mal, Pepe. Willst du mir eine Kopfnuss geben? Ja, ein bisschen schuckeln. Ein bisschen viel, ne? Wow, jetzt ist echt so ein besonderes Gefühl. Einfach da. Ist einfach da. Ist einfach da. Ist, ne? Das ist krass. Mann, ich habe viel gelernt auf dieser Reise. Über andere Männer und über mich. Ich kann einfühlsam sein, aber auch kämpfen. Ich will verantwortlich handeln und trotzdem locker bleiben. Und das alles vielleicht, weil ich ein Mann bin. Aber vielleicht auch einfach, weil ich bin.